Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Grounded. Natürlich mit dabei ist die Mathilde. Genau, wir hatten uns auch gerade unseren ersten Absturz, also deiner zumindest. Sonst hatten wir bisher keine Abstürze, ne? Muss man ja auch mehr erwähnt haben. Ja, und ich brauche dringend was zu trinken. Ha, sehr schön. So. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir erst in die Höhle und dann in den Sumpf. Okay. Ja, wir dachten mal, also erstmal hatten wir ja noch ein paar schöne Tage. Ich hoffe, ihr hattet auch ein paar schöne Tage ohne uns. Und habt euch nicht so sehr gelangweilt. Wir haben auch ganz viel Netflix geguckt, stattgespielt. Und ja, wir haben ein paar Kommentare, die ich im Urlaub nicht kommentiert habe, frecherweise. Ach, die waren ja gar nicht. Warte mal. Ja, Kommentare von der Nachteule. Lieben Dank für deine Kommentare. Und die gehen mal so bis nach. Die Höhle war doch nicht hier direkt bei dem Ding. Das war doch irgendwie so eine Kamera, oder? Mit dem Kap. Weißt du noch, die Kamera, die kaputt war, glaube ich, meint er mit der Höhle. Welche war das? Ich glaube, die hier vorne. Ne? Du hast dich kundig gemacht. Ich folge dir. Ich habe nur kurz einen Kommentar gelesen. Hier sieht's. Oh, warte, da ist auf jeden Fall. Das ist eine Ameise. Ja, verpiss dich, das finde ich gut. Und wie immer es ist, wenn wir anfangen zu spielen, ist es dunkel. Ah, wo ist der Ausgang? Nee, hier bin ich falsch. Wo bist du? Ich habe gerade Erfahrungspunkte geholt. Wo denn? Da im See. Ach so. Pfütze. Gedöns. Weiß nicht, welche Kamera. Es gab doch so eine Kamera. Oh, hier ist Sepp. So eine Kamera, die hatte doch ein kaputtes Seil und das ging irgendwie unter die Erde. Ja, wir haben hier drei Kameras. Ja, und das war doch die Milbe oder sowas, die das da kaputt gefressen hat. Und da gibt es noch einen Baustoff, den wir nicht kennen, glaube ich. Okay. Aber die war es nicht. Nee, die sieht noch sehr heile aus. Gut, dann wieder ab in die Mitte und zur nächsten Kamera. Haben uns natürlich das perfekte Wetter jetzt ausgesucht, also Dunkelheit. Aber das Gute ist, dass die Kamera leuchten. Kameras, glaube ich. Ja. Ne? Man kann direkt hinlaufen. Ich dachte, es sind Kameras, keine Ahnung, was das ist. Gegenüber, ne? Hm. Die da, guck mal. Hm? Genau. Die da. Ich mach mal mein Torch, mein Licht aus. Mach mal. Ich sehe deins. Spar mal ein bisschen Licht. Hm. War schon da? Nein. Oh, da oben sehe ich endlich mal wieder Tropfen. Oh. Vielleicht kommen sie diesmal auch runter. Oh ja, ich habe Durst. No water filtration tablets needed. Super. Oh, was bist du denn? Hier bin ich. Ich meinte eigentlich die Pflanze, was das hier für Pflanzen sind. Ach so. Ja, das ist das Kaputte. Fiat Lux! Aber die Milben geben mir auch was zu essen, ne? Hm. Ich höre schon Kampfmucke. Ach, da war's. What do we have lurking around out here? Was ist das denn überhaupt? Dreck. Ah, da sind wir aber auch schon mal reingegangen. Ja, aber ich glaube, da konnte man was nicht abbauen. Ja, genau, weil wir keine Schaufel hatten. Schaufel oder etwas nicht zum Zerkloppen. Hammer. Hammer, Hammer. Hammer hart, ey. Das Ding da. Auf jeden Fall diese Slime-Molds nehmen wir mal mit. Sammeln. Weil diese Slime-Molds können wir natürlich auch benutzen, um Oh, hier kommen wir auch weiter vielleicht, ne? Oh! Cool. Batrazit, alles nehmen! Cool! Oh, ja, ja. Oh, was ist das denn?
Erfahrungspunkte. Gut, dass wir uns das sowieso alles teilen. 500 Punkte. Lohnt ja richtig. Kann man das an der Decke auch kaputt machen? Nee. Gab's denn nicht irgendwo auch am Startgebiet irgendwas, so ein Ding, wo man da auch nachgucken kann, was man daraus bauen kann? Ja, ja. Die gibt's hier auf mehreren Stellen tatsächlich. Brauchen wir das überhaupt hier, diese Pick? Daraus kann man zum Beispiel Fackeln machen auch. Na gut, nehmen wir die mit. Da sind wir durch hier, ne? Ja, aber hier kann man ab und zu mal hingehen, um das hier abzufarmen. Das genau. Quarzzeug zu holen, genau. Ja, danke nochmal für den Tipp. Wir haben es nämlich wieder total vergessen. Deswegen war es vielleicht echt gar nicht mal schlecht, dass wir jetzt eine längere Pause hatten, weil dadurch. Warte. Töten! Nimm du ihn. Ha! Rapide habe ich. Jetzt fiel mir gerade noch ein, dass da irgendwas mit Maden und Schaufeln war. Genau, die hätten wir auch beim Baum zur Not gesehen. Ja, genau. Da würmeln die ja auch überall rum. Und Westen kann man daraus auch bauen? Cool. Scheint. Oh, hier ist Sap. Ja, das war auch gerade mein Gedanke. Sap, 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 sap. Sap, sap, sap. Oh, kann ich hochspringen? Oh, ich bin schon ganz schön gut voll. Zap, 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 zap. Wir können ja noch mal kurz zum Lager gehen, alles rausschmeißen, oder wollen wir noch zum Startpunkt gehen? Dann müsst doch hier gleich irgendwo eine Ecke sein. Wollte ich gerade sagen, lass mal ruhig zum Startpunkt gehen. Weißt du noch, wo der war? Ich glaube, da so runter, ne? Da ist der Baseball, wir sind irgendwie fast am Startpunkt. Ja, das Zelt muss doch. Wo? Ah! Milde. Ach, das sind diese scheiß Milben. Sowas brauchst du Hilfe? Ich habe gerade nicht gesehen, von wo ich wie angegriffen werde. Da war ich gerade ein bisschen panisch. Entschuldigung. Da leuchtet was, aber ich glaube, ich bin falsch, oder? Ich folge dir. Auf jeden Fall wäre natürlich so ein Analyse-Ding jetzt gerade nicht das Schlechteste. Ja, weil dann kann man nämlich die Sachen zurückbringen und dann zum Sumpf gehen. Ja. Und Fliegen jagen und endlich mal Bögen bauen. Und ich glaube, die Bögen sind in diesem Spiel, wie gesagt, ja, absolut wichtig und ich glaube, wir sind falsch. Hm. Aber ja. Es gab ja tatsächlich an mehreren Stellen eigentlich diese Forschungshütten. Wir hätten da mal einen Marker aufstellen sollen. Schau mich einfach mal so ein bisschen um. Ja, treiben wir uns mal ein bisschen. Ja, wir suchen einfach mal. Da wir ja Gott sei Dank sehen, wo der andere ist. Ja, auf der Map, ne? Genau. Ja, auch so, wenn du dich umschaust. Ja, sehe ich den Namen, ist richtig. Genau. Ey, das war doch eigentlich immer easy peasy. Oder es wäre schlau gewesen, vielleicht nochmal zu diesem Mittelpunkt, wo die Kameras sind. Ameisenalarm. Ich sehe sie aber nicht. Ich weiß nicht, ob das klug ist, was ich hier gerade treibe. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Wir gehen einfach zum Anfang. Also da, wo die Kameras sind und von dort aus war es ja eigentlich okay, einfach. Okay, ist einfach nur ein Durchgang. Okay. Mal melden. Oh, von oben. Ihr Schweine. Fallen von oben runter. Alter, Drecksviecher. Oh, meiner. Das ist doch fies. Lassen Sie von oben runterfallen. Oh, ich bin irgendwie ganz am falschen Ende, glaube ich. Noch mehr Milben. Bist du in Milbenhausen angekommen? Ja, ja, ich bin ja in Milbenhausen. Oh, hier ist ein abgebissener Apfel. Cool. Aber das Ding, was wir suchen wollten, habe ich bisher nicht gefunden. Und meine Fackel ist gleich
im Arsch. Hast du es? Ibbe. Ach so. Scheiß Milben erschrecken einen einfach nur. Ja, Spinnen sind schlimmer. My mom always says I light up a room. Ja. Das ging aber schnell, dass da dieses andere Leuchtschleim-Leuchteding. Oh, ich habe hier auf jeden Fall ein Dings gefunden. Ja, ich komme zu dir. Aber ich habe gerade hier irgendeinen Alarm bekommen. Ich weiß nicht, was mich hier entdeckt hat. Ameisenalarm wurde mir vorhin angezeigt. Also wenn es Ameisen ist, müsste es auch stehen, so Ameisenalarm. Ah, Milben, die greifen von oben an. Das sind Arschloch-Milben. So, ich habe übrigens schon alle Ladungen gedingst. Ja, super. Aber ich kann ja gleich mal gucken, dass man hier... Da ist bitte die eine. Das ist ja echt Milbenhausen. Die springen von oben runter, diese Arschlöcher. Wichser. Oh, ich brauche bald was zu trinken. Ich ja. Wollen wir noch schnell was zu markieren bauen? Ja, das wollte ich gerade gucken. Prominent Practical Technologies, Dr. Wendell Tully, Science... Die Kassette hast du auch gefunden. Prominent Practical Technologies, Dr. Wendell Tully, Household Liquids, Gels and Aerosols Division. Ich gucke hier gerade was. Ach, du hörst was. Kaminsky works here, and he's an idiot. With the pay cut, I've been reduced to substituting at the local school. How many times can one person be expected to explain the difference between a vector and a scalar? If it has direction, then it's a scalar. I mean a vector. Wie viel Fiber? I swear the zwei oder so was. Habe ich sogar schon. Does that normal teacher do anything? Also ich sehe Clover. No wonder my inventions cannot be appreciated. Our society no longer understands science. Wo ist meine Axt? Wo ist meine Axt? Habe ich die aus Versehen fallen lassen? Hä? Ich hab keine Axt mehr. Was wolltest du denn zerhacken? Ich brauch Clover Leaves. Ah, noch mehr? Ich brauch nur noch einen Plant Fiber. Also... Fiber habe ich jetzt zwar in der Butze abgelegt. Ah, perfekt. Ah, man hört die Milben noch krabbeln. By the power of Helion, champion of the sun. Ich mach da mal diesen roten Hut für, ne? Okay. Roter Hut für Wissen. Genau. Gut. Da würde ich sagen, gehen wir zurück. Ja, würde ich auch sagen. Und unterwegs vielleicht was zu trinken sammeln. Ja, das wäre nicht schlecht. Das verdurste ich hier bald. Ach, hier können wir durchgehen. Hier ist sicher. Ja? Ja, ich bin hier vorhin auch durchgelaufen. Ganz schön dunkel. Oh, da hängt ein Tautropfen. Oh, tatsächlich, die fallen wieder runter. Geile Sache. At least it's clean. Gab ein Update, ja? Ja. Oh, ich sehe auch einen. Don't even need to boil it. Ah, ist das schön, wenn das funktioniert. Ja.
Es war echt ärgerlich, als das nicht geklappt hat. Ich trinke noch mal einen Schluck. Ja, mir wurden sie ja gar nicht angezeigt. That's not so bad. Ja, also mir war's, bei mir war es egal, dass es angezeigt wurde, weil ich habe sie ja nicht runtergekriegt. Aber schon krass, eine Nacht und ich verbrate echt zwei Fackeln. Ja. Ah, schön, endlich wieder zu Hause. Ja. Oh. Tür offen gelassen. Nein! Wir haben echt viel Erz dabei. Ja, hat sich ja gelohnt. Ich habe hier noch Essen. Das packe ich mal in unserem alten Haus auf den Röster. Ja, so einen kleinen Happen könnte ich auch gut vertragen, du. Ja, oh, zwei Sachen werden hier gerade lecker zurechtgebraten. Ach, jetzt fällt mir auch ein, was wir mal machen wollten. Wir wollten diese Steinfundamente bauen, ne? Und konnten das ja nicht. So, dein Essen ist fertig. Konsum. So, ich wollte jetzt mal gucken. Irgendwas wollte ich gerade craften. Genau. Nicht Water Container, sondern was war? Dew Collector. Okay, das ist nämlich ein Tautropfenfänger. Smoothie Station. Ey, cool, wir können sogar Dächer jetzt bauen. Smoothie Station, cool. Du hast den Roof gelernt. Also, Quarz haben wir genug, aber Spider Silk bräuchten wir 5 von. Ich glaube, davon haben wir noch nicht genug. Nee, davon haben, davon wir, nur haben 2. wir nicht genug. Ich sehe gerade, es gibt ein Repair-Tool. Das sieht so aus, als ob da so ein Teil von einer Krabbe dran ist, so ein Arm. Okay. Oder so ein Greifarm vielleicht von einer Ameise, whatever. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ich mache mir jetzt erstmal eine neue Axt. Keine Ahnung, warum meine weg ist. Wette, ich hab die aus Versehen weggeworfen. Ja, aber du kannst ja schnell neu bauen, das ist ja kein Problem.
Habe ich. Gut, dann wollen wir mal ins Sumpfgebiet. Okay. Und da bist du. Irgendwie Nordwesten. Ah, ich brauche was zu trinken. Nice and clean. Ja, dass es jetzt mit dem Hauen wieder klappt. Ja. Okay. Entschuldigung, ich war gerade kurz am Gedenken, da bist du. Ich bin nur gerade am gucken, ob... Das ist genau da, wo ich nie lang gehen wollte. Hm. Weil hier ist das trockene Gras und hier gibt es ganz viele Arschlochspinnen und so. Müssen wir vorsichtig sein. Da habe ich zu wenig Speere für. Hm, ich auch. Oh, hier ist auch eine Kamera, sehe ich gerade. Hm. Aber bei der waren wir bestimmt schon, oder? Kann sein. Dann gehe ich hier mal kurz hoch. Ich glaube, wir hatten uns alle... Ich sehe auf jeden Fall da schon mal Spinnennetz. Ich gehe ein paar Augenblicke hoch, weil ich mich dann sicherer fühle, falls hier eine Spinne auftaucht. Und ich glaube, wir haben alle abgesucht. Oder ich fahre einfach runter, das ist auch gut. Scheiße. Oh, die klappt cool. Ah, stimmt. Ging so weit nach oben. Keine Ahnung, was man hier machen kann. Hm. Sollten nur nicht unbedingt direkt am Spinnennetz langlaufen. Achso, ich dachte, du guckst, ob man das Spinnennetz abbauen kann. Ich kann gucken, aber ich habe Angst, dass da eine Spinne ist. Also, noch sehe ich keine. Nee, geht nicht. Schade. Hm. Okay, dann ist das nur ein Dekonetz. Ob's auf jeden Fall diese Spinnnetze, die so immer im Weg standen, die konnte man abbauen. Sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg? Ich glaube ja. Nee, wir müssen mehr nach links. Ja. Genau, so ein bisschen jetzt hier an dieser Mauer lang. Ah, stimmt. An der Mauer müssen wir aufpassen, da gab es aber ganz schön Arschlochviecher. Ja, Vorsicht, hier ist auch vor allem ein richtiger Graben. Da sehe ich zum Beispiel was. Ameise kämpft gegen. Ach, was so interessant ist. Wir müssen es ja nicht unbedingt mit der Ameise anlegen. Eben. Ich bin ein bisschen nervös irgendwie. Da sehe ich auf jeden Fall schon mal eine Distel. Und ich sehe da oben einen Käfer schweben. Eine Spinne. Wahrscheinlich im Spinnnetz. Cool. Hm. Links das ist eine Spinne. Rechts ist eine Spinne. Ja, die ist aber ein Spinnnetz bei mir, ne? Also die ist ja, bei mir auch. Links ist irgendwie ein Getränk. Mhm. Und da müssen wir auch lang und dann sehe ich da auch einen Käfer. Ja, ich sehe da vor allem eine Distel. Distel bedeutet Stacheln. Das ist gut, davon braucht man ganz viele. Für die Bögen, für Fallen. Disteln sind super. Die muss man abklopfen. Halt mal lieber die Augen auf. Wurf was ab. Ja, ich habe schon 19 Nadeln.
Musst du Stamina ein bisschen planen? Dann. Eine Ameise. Aber die ist eine Arbeiterameise, die geht gleich weiter. Ja. Und das ist Arschlochkäfer, den ich meinte. Der geht aber auf Patrouillen. Der patrouilliert. Patrouillierkäfer. Ja, geht da lang. Geh nicht zu uns. Ich frag mich, ob diese Pflanze irgendwann mal überhaupt den Geist aufgibt. Soll mir egal sein, hauptsächlich krieg meine Nadeln. Ich habe schon 84. Ah, mit Quadrazit kann man sein Werkzeug reparieren. Oh. Gut, dass ich alles im Lager gelassen habe. Braucht man nicht ewig alles rum, Heißt dann in Zukunft immer ein bisschen Quadrazit mitnehmen, dann kann man immer seine Speere und so reparieren. Finde ich toll. So, ich habe 50. Okay, ich habe 123. Das sollte erstmal reichen. Also ich bin fast komplett voll mit Nadeln. Gut, aber wir müssen noch ein bisschen Fliegen ernten. Ja. Ah, die Cola. Jabby Cola. Wollen wir ein bisschen Jabby Cola trinken gehen? Ja, komm, wenn wir schon hier sind. Müssen nur auf das Arschlochkäfer-Ding aufpassen. Ja. Und leider ist der Eingang direkt beim Arschlochkäfer. Toll, ist ja trocken wie ein Arsch hier drin. Na toll. Dann weiter. Aber anscheinend kann man die Distel nicht so schnell zumindest abhauen. Ist ja auch schon mal gut zu wissen. Ja. Vielleicht im Gras noch ein bisschen Wasser? Nee, ne? Da ist ein Maischen. Aber es ist ein Arbeiter. Ich tu dir nichts, kleine Ameise. Ob das Wasser gesund ist? Hm. Ah, hier sind Tulpen oder so. Cool. Und ich sehe da hinten eine Cola-Dose im Wasser. Nein, ist nicht gut. Bad Coffee? Ich muss gleich ganz schnell was essen. Okay, dann trinke ich es nicht. Ich will mal ganz kurz diese Cola-Dose da sehen. Hm? Was war das? Ach, die Ameise. Ein Petunientopf. Ah, rechts Nein. Ist auf jeden Fall eine Spinne. Die ist Arschloch. Ich mag keine Spinnen. Brauchen aber deren Seide. Hm? Upsi, schwupsi. Upsi, schwupp. Ach, da drin hockt eine Spinne. Ja. Hört sich auch ganz böse an. Dann gehen wir einfach außen rum um den Petunientopf. Auch wenn es keine Petunien sind. Das ist auch schlecht. Ich weiß nicht, ob man in dem Spiel schwimmen kann. Das weiß ich auch nicht. Man könnte hier einfach vorbeilaufen und in die Dose reinklettern. Was meinst du, trauen wir uns probieren. Das? Lass Mach mal, lauf mal vor. Ah, du, du. Es jagt mich nicht. Okay, komme. Aber ich glaube, da sind Wissenspunkte drin. Irgendwas glitzert da. In der Spinnhöhle. Und in die Dose kommen wir nicht rein. Oh doch.
Scheiße, ich kann schwimmen, aber wie komme ich hier wieder raus? Okay. Ist das schon der Sumpf? Hm. Ne, irgendwie sind wir ganz woanders. Ich will mal was ausprobieren. Kann sein, dass es dumm ist, was ich jetzt tue. Ich will es aber trotzdem probieren. Okay. Hat nicht geklappt. Wir sind irgendwie nicht da, wo wir sein wollten. Nee, wir sind irgendwie beim Baum, ne? Alle Wege führen zum Baum. Kann doch nicht sein. Dann rennen wir wieder zurück. Aber hier sieht man mal den Nachbarn. Hier ist ein Gartenhäuschen. Andere Nachbargrundstück. Da vorne müsste die Straße sein. Strommast. Also wir müssen ja eigentlich nur hier an dem See entlang zurücklaufen. Ja. Also wieder an der Spinne vorbei. Ja. Aber ich dachte, das hätte was Tolles sein können hier bei der Dose. Ja. Ich sehe die Spinne nicht mehr. Ich auch nicht. Und da sind... Da, die ist noch drin. Und da ist noch... Auf der anderen Seite sind Wissenspunkte. Ja, willst du sie holen? Ach, ich glaube, die schläft, die schnarcht. Kann man auf die Uhrzeit gucken? Und weg. Da ist auch ein Spinnennetz. Ich weiß nicht, ob da eine Spinne ist. Guck mal, ob hier irgendwo eine Spinne ist, weil dann würde ich versuchen, ob ich das abbauen kann. Also ich sehe hier auf unserer Seite keine. Wenn du schnell bist, sieh zu. Und? Ja, ich krieg Spider-Silk. Dauert aber. Ach, ich krieg... Ah, doch. Okay, ich hab's abgebaut. Ich habe 6 Stück... Nee, 7 Stück habe ich bekommen. Ah. Brauchen wir was zu trinken, ey. Links großer Käfer, also rechts weiter. Ich finde... Ach, da ist ein Tautropfen. Hier. Oh. Don't even need to boil it. Oh, vielen Dank. Der nächste ist dann für dich. Danke. Ich bin dann voll. Da ist ein Marienkäfer. Oh, ach so. Rechts. Ja, der ist ja gerade nicht aggro. Der nervt ja nicht. Hier ist ein Tautropfen. Bist du? Super, dass es wieder funktioniert. Apropos, wait a moment, ich muss im Real Life auch einen Tautropfen trinken. Mischmasch. Mm. So, ich glaube, in die Richtung müssten wir. Ja, okay, da wollte ich auch. Ja. Geh ich mit. Hurra. Ist ja alles Gras hier. Das ist ein Garten. Ich hasse Gras. Hier ist auf. Hier das mit dem Klee und so. Hier Clay. Hm. Lehm. Ich weiß nicht, ob das Sumpfgebiet sein soll oder hier unten rechts, wo so viel Wasser ist. Ich glaube, das hier soll das Sumpfgebiet sein. Da hat man ein Spinnproblem damals, glaube ich, ne? Genau, wir haben angefangen, hier den Lehm abzubauen, hier das Clay, und dann kam irgendwie eine Spinne, die uns genervt hat. Stimmt, wenn wir gerade hier sind, können wir auch Clay abbauen, aber ich sehe keine Fliegen. Aber vielleicht können wir hier einen Trailmarker bauen. Ich kümmere mich ein bisschen um Clay, aber da ist eine Höhle. Was ist das hier? Plant Fiber. Auch ich. Und Springs. Dreckwasser. Komm raus. Ich brauche noch 2 Springs. Da sind Springs.
finde schade, ob man wie bei Conan einen Sklaven mitnehmen kann. Also was ich schade finde, ist die Tatsache, dass man keine, dass man hier die Dinger nicht benennen kann. Ja, vielleicht kommt das ja noch. Ja, das kann natürlich sein. In diesem Höhlending warst du? Oh, hier ist ein Filter. Das ist ein Abflussrohr. Warst du in diesem Höhlending, ja oder nein? Nein, ich wollte draufklettern. Ich wollte von der anderen Seite jetzt mal kommen und draufklettern. Aber ich werde hier immer abgelenkt von dem ganzen Clay. Und da ich noch ein bisschen Platz habe, dachte ich mir, hey Mann, nimm noch Clay mit, kannst noch gebrauchen. Nein, nicht ins Wasser fallen, Clay. Ach. Oh, ich laufe zu einer Parkbank. Ah, ich sehe was, was du nicht siehst, und das sind Erfahrungspunkte. Whee! Das ist schön. Ich bin hier auch bei so einer Picknickbank und hier ist irgendwie ein Under-Construction-Ding. Das heißt, hier geht die Map wahrscheinlich noch nicht weiter. Ah, cool. Es ist noch Under-Construction. Ich komme gleich, ich will nur kurz noch meinen Clay schaufeln. Ja, ich will hier gerade mal gucken, ob ich irgendwie auf die Steine drauf komme. Weil ich finde das cool, dass sie sowas gemacht haben und nicht einfach eine doofe, unsichtbare Wand. Ja, finde ich auch gut. Under Construction. Ah, jetzt sehe ich das auch, das Tatortband. Ja. Ich gucke hier einfach nur, weil ich hoffe, hier noch Fliegen zu entdecken, weil ich bin auch fast voll. Ja, meine Schaufel ist gleich kaputt. Ich habe noch eine. Aber 22 Clay habe ich mit dabei. Sehr geil. Hui! Aber wo sollen die fucking Fliegen sein? Da ist noch ein Fliegenhäuschen. Ja, bei dem letzten beim Baum war ja auch ein bisschen enttäuschend. Da war eine Fliege, das war's. Oh, hier sind Ameisen. Oh, hier werden mehr Ameisen. Ich bin weg. Ah, das. Oh, na toll, das ist gerade noch unter Konstruktion. Wird noch bebaut, ja. Ja. Weil sumpfig sieht's ja aus. Ja, ja. Ich gehe einfach nochmal auf die andere Seite des Sumpfs. Mach mal, ich laufe hier erstmal oben ein bisschen rum. Ich traue mich irgendwie nicht, diese Barriere zu berühren. Naja, kommst du rüber, aber kommst du nicht mehr zurück? Ja, oder ich bin tot, wenn ich es berühre. Bei Conan da, diese grüne Wand. Hey! Kommt da Wasser raus? Die Kinder können ganz schön gut hüpfen, muss ich sagen. Mann, Mann, Mann. Ja, die sind richtig gute Hüpfer. Also ich kann nicht so toll hüpfen. Oh, da unten ist eine. Da ist eine Stinkwanze. Wahrscheinlich ist da eine tote Wanze. Das sind mehrere Stinkwanzen. Gut, dass ich hier oben bin. Okay. Ist das eine tote Spinne? Oder schläft die? Aua. Scheiße. Ich habe auf jeden Fall. Lass mich nicht vor. Ich habe eine Kassette gefunden. Okay. Ich mir mal an. Schläft die Stinkwanze, dann will ich die lieber nicht ärgern. Ah, Ameise, hast du mich erschreckt. Aber die ist auch noch nicht so ganz bearbeitet. Oh, da hinten ist auf jeden Fall giftig. Aha.
Hm. Ich komme mal zu dir. Ja, warte, ich glaube, ich mache was Blödes. Oh oh. Liegt die auf dem Rücken? Oh nein, die schläft. Okay, dann bin ich weg. Okay, das war ganz schlecht. Gut, dass Spinnen schlafen. Oh, da ist wieder eine Stinkwanze und ein Marienkäfer. Oh, eine Kassette. Die hattest du erwähnt, glaube ich. Genau, ich bin dahinter bei den Steinen. Ich bin jetzt auf den Steinen. Ich renne zur Richtung Kassette. Ich bin gleich da. Okay. Feierkassette. Nee, das ist kein... Ich weiß nicht, das sieht eher aus wie ein Lego-Stein. Ja, ich dachte, das sieht aus wie eine Kassette, aber irgendwie ist das nicht so richtig bearbeitet, ne? Ja, das kann es auch sein. Ein Kassettendeck könnte es vielleicht... Also hier so ein... Hm. Es ist nur ein Knopf an der Seite oder so. Keine Ahnung, was das sein soll. Hm. Ja. Ich wollte hier mal weitergehen, so. Okay. Willst du da gucken, wo der Giftnebel ist? Ach nee, zum Giftnebel ist doof, weil dann braucht man Gasmasken. Hast du schon getestet? Nee, aber es gibt welche zu bauen. Und wenn es die zu bauen gibt, okay. Das sind die Kack-Assi-Larven? Stinkwanzen. Die Stinkwanzen, ja. Hm. Dass wir keine Fliegen gefunden haben. Ja, das finde ich auch doof. Pass auf, ich hätte auch gesagt, dass das hier so ein die Wassertropfen ist. Repariert, aber die Fliegen sind rausgenommen. Ja. Das wäre echt assi. Wow. Das wäre echt blöd. Ich habe noch im ganzen Spiel noch keine gesehen. Heute, ne? Ja, seit der Aufnahme. Ja. Hm. Nee, ich würde sagen... Dann nehme ich noch ein bisschen Clay mit. Ja, ich kann keinen Clay mehr nehmen, eine Schaufel ist so gut wie kaputt. Ich kann dir höchstens Sachen abnehmen. Ich habe noch 6 Slots frei. Ui. Ja, dann sammel mal ein. Oder ich sammel ein. Das können wir auch so machen. Du machst kaputt, ich sammel ein. Das nennt sich Teamarbeit. War das so schnell, das Ding? Ja, man kann es versuchen, wenn man es gerade so sieht. Ja, 5 Slots. Es ist an so einen Grashalm hochgeklettert und ich habe den Grashalm, so wie mit einem Regentropfen, einfach mal gegenschlagen. Ja, ich kann ja schon. Her. Dann ist es runtergefallen, ich hab's getötet, ich hab's getötet. Sehr gut. Es wird schon wieder dunkel. Ich muss mir für den Rückweg, glaube ich, noch eine Dings machen. Dingsbums. Fackel. Ach, man ist alles eingesammelt, aber... Da kommt ein Stein noch und dann beenden wir auch die Folge. Und gehen dann zurück. Okay. Gut. Dann soll es das erstmal gewesen sein. Ja. Wir gehen jetzt at home und wünschen euch auch noch viel Spaß. Liken, kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ach, da ist unser Haus.